herzlich willkommen beim Mürztal aktuell am Freitag. Wehrpflicht oder Berufsheer? Diese Frage beschäftigt derzeit ganz Österreich. Die ÖVP hat heute diesbezüglich in Leoben zu einem Pressegespräch geladen. Außerdem haben wir für Sie die Bilanz des Tourismusverbandes Bruck an der Mur und einen Ausblick auf das Jubiläumsjahr 2013 und waren einkaufen auf dem Bauernmarkt. Damit zu den Meldungen des Tages. Wehrpflicht oder Berufsheer? Diese Frage bewegt derzeit Österreich. Denn vor der Volksbefragung am 20. Jänner sind noch viele Fragen offen. Die heimische Politik versucht deshalb, Licht ins Dunkel zu bringen. Für Landesrat Hans Seitinger sind derzeit über 90% der Bevölkerung uninformiert. Er würde sich für ein umfangreiches Konzept Bundesheer neu mehr Zeit wünschen. Also ich glaube, dieses Bundesheer neu ist erstens einmal mehr als notwendig, weil es vieles zu verändern gibt, zu reformieren gibt, zu modernisieren gibt und zu modifizieren gibt, wenn man das so schön sagen kann. Derzeit gibt es aber keinen Ansatz in der Finanzierbarkeit, der glaubhaft ist. Derzeit gibt es keinen Ansatz in der Rekrutierung der wichtigen Persönlichkeiten im Zivildienst wie auch beim Bundesheer, die in irgendeiner Form nachgewiesen werden konnten. Im Gegenteil. Und derzeit gibt es auch keinen Ansatz für eine Lösung, dass im Katastrophenfalle und auch im Zivildienstfall in diesen vielen Einrichtungen Menschen, die da sind, die diese Lebensqualität, die wir mittlerweile schon gewohnt sind, auch aufrechterhalten können. Fast ganz Europa setzt bereits auf ein Berufsheer. Während die einen nun die Wehrpflicht abschaffen wollen, spielen die anderen auf Zeit. Nein, ich glaube, dass für Österreich der Zeitpunkt noch nicht der richtige ist. Ich glaube, für eine Umstellung benötigt es sicher Jahre. Deshalb wäre mein Vorschlag, und das sagen auch alle Experten, wenn man schon diesen Schritt geht, dann bedarf es mehrjährige Vorbereitungen. Dann muss man sich anschauen, was ist für Österreich gut, was können wir in Österreich auch umsetzen. Weil ich sage immer, man muss nicht immer alles machen, was die anderen machen. Und ich glaube, jedes Land muss letztendlich entscheiden, was für sich die beste Lösung ist. Als Wehrersatzdienst hat sich der Zivildienst über die Jahre etabliert und ist kaum mehr wegzudenken. Allerdings nur für Männer. Eine Lösung wäre ein Dienst für Österreich, für alle. Ja, meine persönliche Meinung ist, dass alle jungen Leute, sowohl Damen und Herren, zumindest einige Monate, vielleicht 6 Monate oder auch länger, im Dienst für Österreich arbeiten sollen. Einerseits kann es die Wehrpflicht sein. Das ist ein Dienst für Österreich, es ist der Zivildienst ein Dienst für Österreich und ich glaube auch, dass man für junge Damen auch eine Arbeit finden würde, vor allem auch im sozialen Bereich, ob das auch in der Kinderbetreuung oder wo auch immer ist, aus dem einen Grund, weil ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Lebensschule für unsere jungen Menschen wäre. Einmal weg von zu Hause, aus der gewohnten Umgebung und dass wir die Zivildiener nicht mehr hätten, wir brauchen die Menschen trotzdem und wer soll diese bezahlen? Das ist für mich auch ein Grund, dass ich sage, ich bin für die Wehrpflicht und somit auch für den Zivildienst. Wehrpflicht oder Berufsheer? Am 20. Jänner entscheiden Sie. Unsere Nahrungsmittel legen oft einen langen Weg zurück, bis sie auf unseren Tellern landen. Tomaten aus Israel, Äpfel aus Südafrika oder Gurken aus Spanien. Da wird das Gemüse quasi zum Vielflieger. Das muss aber nicht sein, denn das Gute liegt bekanntlich so nah, wie zum Beispiel auf den heimischen Bauernmärkten. Denn frisches Obst und Gemüse braucht keine langen Wege. Das wissen auch die Kunden zu schätzen. Also frische Ware ist eine gute und man sich vor Ort anschauen kann, ob es was Gescheites ist und eine nette Bedienung ist. Und zwar erstens einmal der Preis, zweitens die große Auswahl an Obst, frischem Obst und die nette Bedienung. Natürlich, man hat ein fachkundiges Verkaufspersonal und die Umgebung, die Atmosphäre, das macht die Sache ganz nett. Weil ich gerne regionale Produkte kaufe und irgendwie mag ich das Flair auch sehr gern. Sich bewusst zu ernähren ist gar nicht so schwer und stärkt auch noch die heimische Wirtschaft. Der Tourismusverband Bruck hat Bilanz gezogen über das vergangene Jahr und gibt einen Ausblick auf 2013. Darunter viele neue Projekte und natürlich das Generalthema, die Stadterhebung Brucks vor 750 Jahren. Das Jahr 2013 wird ein spannendes Jahr in Bruck an der Mur. 750 Jahre Stadterhebung wird gefeiert, aber nicht nur das.
Es wird einiges Neues speziell in Bruck geben. Wir werden unsere 2012 eingeleiteten Projekte mit Heiraten in Bruck, mit Radfahren in Bruck, mit Wandern in Bruck weiter ausbauen, sind auf neue Züge mit dem Literaturpfad aufgesprungen, werden die historischen Städte rund um Bruck weiter forcieren, mit dem Thema Wandern, mit dem Thema Rad, aber auch mit historischen Innenstädte Steiermark oder österreichweit und werden natürlich das 750 Jahre Jubiläum in Bruck ausgiebig und gebührlich feiern. Wir feiern im heurigen Jahr 750 Jahre Jubiläum. Die Stadt Bruck ist eine sehr alte, immer schon sehr wichtige Stadt gewesen. Wir feiern nämlich nicht nur das Jubiläum vielleicht der Gründung einer Stadt, sondern das Jubiläum der Stadterhebung. Und damit darf ich feststellen, sind wir 200 Jahre älter als Graz und 20 Jahre älter als Wien, ohne mich jetzt mit Graz und Wien vergleichen zu wollen. Das heißt, es ist ein Jubiläum, das gefeiert gehört und wir werden mit vielen kleinen Veranstaltungen das ganze Jahr über dieses Jubiläum mit der Bevölkerung, mit unseren Vereinen, aber auch mit einer Festveranstaltung, mit einer großen, die am 29. April stattfinden wird im Stadtsaal, im Kulturhaus, in der Anwesenheit des Bundespräsidenten feiern. Ein wichtiges, großes Projekt ist finanziell gesichert und soll im Herbst dieses Jahres fertig sein. Das Weitentalspa mit Wellnessbereich und einer neuen Kegelbahn. Wir haben natürlich jetzt zum Beispiel mit dem Weitentalspa im Weitental, also im Naturschutzzentrum bzw. beim JUFA ein entsprechendes Projekt, das primär von der Stadt, vom Land und von den JUFA selbst finanziert wird, das für den Tourismus ein ganz wichtiges Projekt ist. Das ist der eine ganz große neue Punkt. Ja. Der zweite neue Punkt ist, wir wollen das Thema Wandern etwas forcieren, da Bruck an der Mur sozusagen als zentraler Ausgangspunkt für den Hochschwab, für Rosseckers Waldheimer, fürs Grazer Bergland, der sich wirklich anbietet, hier in der Stadt, in einer kleinen, feinen Stadt, die ja über eine sehr schöne Innenstadt verfügt, hier Urlaub zu machen und in unmittelbarer Nähe ganz tolle Angebote zu haben zum Thema Wandern, Genusswandern, Almen und so weiter. Diese Aktivitäten müssen aber auch an den Urlaubsgast herangetragen werden. Und auch hier hat man noch einiges vor. Wir haben schon etliche Maßnahmen eingeleitet. Es gibt Verkaufsreisen in Deutschland, in Österreich, in Südtirol. Wir sind bei Messeauftritten in Linz, in Wels und speziell beim Steiermark-Frühling in Wien vertreten. Und so kommen schon etliche Gäste zu uns nach Bruck, die sich sehr wohlfühlen, muss ich sagen. Also die Feedbacks sind hervorragend. Wir haben ja auch einiges zu zeigen und zu leisten in Bruck. Und ob man sich dann fürs Radfahren, fürs Wandern, für Historisches oder andere Dinge in und um Bruck entscheidet, viele Gäste sollen in der Region verweilen und sprichwörtlich das ganze Jahr rumkugeln. Im Weitental können sie ab Herbst sogar rumkegeln. Ja, natürlich wird man kegeln und wenn man das Sauna- oder das Wellness-Erlebnis mit Kugeln bezeichnet, ist dieses Wortspiel durchaus gerechtfertigt. Hartnäckiger Hochnebel hat uns heute im Mürztal vielerorts den Blick auf die Sonne verwehrt. Die Temperaturen dabei schon winterlicher, bei Tageshöchstwerten um die 2 Grad. Am kommenden Wochenende steht uns winterlich kaltes Wetter ins Haus. Morgen Samstag ist es zunächst meist trüb. Chancen auf Sonnenschein hat man am ehesten in den Bergen. Dabei ist es kalt bei Werten zwischen minus 5 und 1 Grad. Mehr Schnee erwarten wir dann in der Nacht auf Montag. Mit diesen winterlichen Aussichten verabschiede ich mich heute von Ihnen und wünsche noch ein schönes Wochenende.